Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy X-2 HD Perfect Game. Wir haben das letzte Mal Killika und Luca besucht und wollen diese Folge mal, ja, Luca abschließen für dieses Kapitel und dann zur Milienstraße vielleicht nachgehen, falls es die Zeit zulässt. Aber immerhin, der Besuch letzte Folge hat uns schon wieder insgesamt 2% gebracht, also eher Luca als Killika, weil Killika war, glaube ich, bloß so, weiß ich, ich glaube, das bringt 0, irgendwas Prozent. So, auf linker Bankfrau in Gelb habe ich mir aufgeschrieben. Das ist die hier wahrscheinlich. Die möchte einmal per Duell 3 und Heirat 2. Dann haben wir auf rechter Bank die Frau mit 5 PR Duell und 3 bei der Heirat. So, dann haben wir hier noch eine Kiste, die wir mitnehmen müssen. Nämlich die da. Einmal kurz rüberspringen, aufmachen. Zwei Mondstrahl einsacken und weiterziehen. Wir müssen jetzt halt nochmal komplett durch Luca laufen und noch ein bisschen was Neues erklärt bekommen. So, dann haben wir ein Kind beim Ballonstand, was PR-Duell 4 gerne hätte. Das da. Dankeschön. Dann haben wir links auf Bank Typ im Braun. Den haben wir auch einen Luftballon gegeben, dem hier. Der möchte bitte PR-Duell 5. Genau. Dann haben wir beim Luca-Stadion das nächste. Müssen wir erstmal kurz hinlaufen. Da gibt es einen, den man ansprechen muss, den man immer wieder gerne verpasst. Also ich habe ihn zumindest gerne mal verpasst, weil er relativ schnell wegläuft. Wobei, das kann man jetzt nicht so sagen, aber da muss man halt wieder auf ihn warten, bis er wieder in den Bildschirm reinläuft und so. Das ist nämlich, pass auf, der, der jetzt hier rechts reinkommt. Nicht der hier, sondern der hier, der gelbe Elbad. Den muss man einmal mit PR-Duell penetrieren. Und zwar PR-Duell 3. Sehr schön, genau. So, dann haben wir noch die Frau, die hier oben auf der Bank sitzt. Die hat PR-Duell 2 und Heirat 2. So. So. Und dann gehen wir kurz zu den Docks. Da haben wir noch ein bisschen was an Kisten einzusammeln. Beziehungsweise an der Zahl genau eine, glaube ich. Ja. So, ganz hier im Süden. Da, wo früher auch schon eine Kiste versteckt war, ist wieder eine versteckt. Diesmal aber mit einer besseren Kamera. Und da haben wir die Kostümpalette Strombeast. Ist nichts Besonderes. Ich zeige es mal kurz. Stromsog, einen Blitz kann man damit machen und wenn man da möchte, halt noch Blitzra, Blitzka, wenn man einmal kurz die Runde geht, aber das ist jetzt nichts von Bedeutung. Könnte man halt einen Schwarzmagier draufpacken, der dann mal ordentlich Schaden rausknallen kann mit Blitz. Zum Beispiel. Oder ein Weißmagier, von mir aus auch. Man kann dann auch mit Weißmagiern quasi Abilities einsetzen. So, warten wir mal kurz, denn hier haben wir gleich eine, die da. Denn die möchte bitte PR-Duell 4 und Heirat 2. Und der Typ, der da oben im Kreis läuft, möchte noch PR-Duell 1. PR-Duell 1. Dann haben wir es, glaube ich, eigentlich. Ja. Müssen wir kurz nochmal zurücklaufen den ganzen Weg. Bis zum Stadioneingang. Hier gibt es nichts zu holen. Hier war ja bloß, weiß gar nicht, nichts. Yuna ist da halt, glaube ich. Nee, auch nicht. Das ist da eins später. Naja, egal. Und wir gehen in den rechten Eingang. Denn da treffen wir auch wieder einen alten Bekannten wieder. Nämlich den da. Ganz hinten steht er. Der da, rechts. Den kennen wir ja noch aus Teil 1. Ah, the Lady Yuna. It's been too long. What you selling this time? Entertainment. Lady Yuna's calm has given the people of Spira time to relax and enjoy the finer things in life. What better time for me to introduce Sphere Break? It won't be long now before Luca will host the inaugural tournament.
You are more than welcome to compete, if you like. Should we? Yeah! Ask around if you would like to know the rules of the game. Idem hak desa. So, da erhalten wir schon mal ein Elbert-Lexikon, die 22 in unserem Fall, weil wir es erstmal durchspielen. Und das war's auch hier schon wieder. Den Rest gibt's im linken Eingang und dann sind wir auch in Luca schon wieder fertig, Gott sei Dank. Aber habe ich ja gut geschätzt letzte Folge mit mindestens 5 Minuten. Dadurch, dass ich hier wirklich bloß schnell durchhacke eigentlich, mehr mache ich ja nicht. Es ist halt wirklich viel zu tun. So, und mit dem hier müssen wir kurz reden. Willkommen in der Welt des Ferrobreaks. Haben Sie irgendwelche Fragen bezüglich des Ferrobreaks? Das lassen wir weg, glaube ich. Ah ne, wir müssen glaube ich sogar alle Unterpunkte abarbeiten. Damit wir noch eine Belohnung bekommen. Ferrobreak ist ein neuartiges Brettspiel erfunden von Herrn Rinn. Zum Spielen benötigt man Münzen und einen sogenannten Kernsphero. Sie benötigten aber erst einmal nur die Münzen, um zu spielen. Cool. Ja. Was ist eine Münze? Ferrobreak ist ein Zahlenspiel, bei dem man den Kernsphero mit Münzen umgibt. Kombinieren Sie die Münzen mit eingravierten Ziffern, die von 1 bis 9 gehen, und nehmen Sie den Kernsphero ein. Scheinbar existieren zahlreiche Arten von Münzen. Darunter sind sicherlich auch welche, die bisher noch nicht entdeckt worden sind. Um Meister des Ferrobreaks zu werden, sollte man deshalb nach seltenen Münzen suchen, die auf Spiel versteckt liegen. Krasser Scheiß. Versteckt heißt in Bikanell, by the way. Was ist ein Kernsphero? Neben den Münzen braucht man auch einen Kernsphero. Das sind spezielle Spheroiden, die von Herrn Rinn ausgewählt werden. Wenn Münzen und ein Kernsphero aufeinandertreffen, werden unerklärliche Kräfte freigesetzt. Kräfte, die dem Besitzer zum Reichtum verhelfen oder aber ihn ins Verderben stürzen können. Diese Kräfte übertragen auf den Spieltisch charakterisieren dieses Spiel. Die erklären es eigentlich total blödsinnig, aber wie lauten die Spielregeln? So, kommen wir nun zu den Spielregeln. Da bekommen wir jetzt nochmal ein paar Münzen, so. Bis Sie sich an sie gewöhnt haben, nutzen Sie am besten den Übungssatz, den ich Ihnen gerade übergeben habe. Krass. Willkommen in der Welt des Ferrobreaks. Beim Ferrobreak muss man versuchen, innerhalb eines Zeitlimits 10 Münznummern der insgesamt 16 Münzen zu einem Vielfachen der sogenannten Kernnummern, die auf dem Spieleroiden in der Tischmitte erscheinen, zu kombinieren. Das lassen wir. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es viel zu lange jetzt wäre, die Erklärung. Im Prinzip ist es relativ einfach, das erkläre ich euch, wenn wir es brauchen. Es gibt nämlich auch eine Mission, wo wir quasi gewinnen müssen, und da muss ich euch sowieso ein bisschen erklären, weil ich es selber anwenden muss. Ich überlege aber gerade, gab es jetzt hier nicht? Irgendwo, ich glaube hier rechts gab es doch einen. Speichersphäroiden, damit ich hier schnell zurück kann. Und da fangen wir zumindest noch mit der Mienstraße schnell an, genau. Damit wir da... Naja, Mienstraße ist etwas länger. Allein weil wir jetzt die ganzen Kämpfe noch mitmachen müssen, wird sich die Mienstraße arg in die Länge ziehen. Hält sich jetzt in Grenzen von der Masse her, was wir da tun müssen. Aber wie gesagt, die Mienstraße abzulaufen ist natürlich eine Hausmarke. Das war es ja schon damals und das hat sich nicht verändert. Wir haben halt Kisten einsammeln, wir müssen PR-Duell machen, wir müssen, ja, Monster besiegen. The Mehen High Road, where Crusaders once marched toward battle with Sin, while travelers fled from its shadow. I walked this road too, on my pilgrimage to Zanarkand. And you walked by my side. It was a journey filled with laughter. So, da geht's nämlich schon los. Also, die erste Einbuchtung rechts. Um euch mal so ein Gefühl dazu zu geben, wie langsam wir eigentlich hier vorankommen. Weil ich habe ja jetzt hier ein paar Kämpfe zu überkommentieren. Mein Textdokument, was ich mir angefertigt habe, ist in Anführungszeichen nur 40 Seiten groß. Problem bei der Sache ist, wir sind auf Seite 4. Also es ist schon relativ krass eigentlich, was wir jetzt abarbeiten müssen insgesamt, aber es nützt nichts.
Dance, Flames. Oh, verdammt. Gut, dass er gerade gestorben ist. Oh. Was hat der? Der hat gerade angegriffen. Gesoffen oder was? Sehr schön. Okay. Weiter im Text. Wir brauchen hier die Kiste. Oder hat man die jetzt schon? Nee, hat man nicht, ne? Nee. Die da. Mit ganzen 2 Phönixfedern. Also die Belohnungen sind natürlich immer relativ schwach, muss man sagen. Bei diesen Kistchen. So, dann haben wir hier noch PR-Duell 1 zu erledigen. Genauso wie Heirat 1. Und bei der hier haben wir auch nochmal PR-Duell zu erledigen. Nämlich PR-Duell 2 und Heirat 5. So. Okay. Müssen wir ein Stückchen laufen. Bis zu dem Ruinenteil da vorne links. Ach ja. Wenigstens sind die Gegner hier deutlich entspannter. Huch. Nervt man nicht hier, Kollegen? Wir werden Yuna auch gleich mal kurz einen Feeder durchheilen. Genau. Durchcasten, wollte ich eigentlich sagen. Damit wir schön in den hohen HP-Bereich bleiben. Wir können jetzt auch Massenheilung machen. Gott sei Dank, ging ja früher auch nicht. Jetzt ist alles ein bisschen entspannter. Und halt wie gewohnt immer weiter klauen mit Riku. Die macht eigentlich nie Schaden. Das ganze LP wahrscheinlich nicht, so wirklich. Bis fast zum Ende. Weil die immer nur klauen wird. Nein, Schatz. Die wird schon irgendwann Schaden machen, aber halt nicht in der Menge. Gerade jetzt bis Kapitel, ich glaube Kapitel 2 ungefähr, wird sie fast nur am Klauen sein. Aber das ist halt auch wichtig, wie sich irgendwann herausstellen wird. Ist auch schön, wie wir gerade immer dieselbe Gegnergruppe bekommen. Oder die gleiche, besser gesagt. Dieselbe ist ja wahrscheinlich nicht, da wir die Bronze besiegen. Du. Tja. Potions haben wir dann auf jeden Fall irgendwann genug. Oh Mann, Yuna ist so schwach, ey. Wird Zeit, dass sie bald den nächsten Cast durchbekommt. Also den nächste Stufe ihrer Cast sozusagen. Ja, Schwarzmagie Level 3, da haben wir es ja schon. Ja, da lohnt sich heilen schon wieder. Sehr schön. Nix Angriffs plus. Und das meine ich mit, ich finde das immer noch schön, dass man quasi die Cast dann durchzieht, obwohl der Kampf vorbei ist. Das ist richtig entspannt, weil sonst müsste ich jetzt ins Menü gehen und da Weißmagie auswählen und heilen, dann wieder rausgehen. Kostet halt nur sinnlos Zeit. So, haben wir 500 Gil. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo bin ich denn stehen geblieben? Da. Ah ja, okay. Och, da kann es ja noch einfacher. Ja, machen wir ruhig Skillklau. Potions haben wir langsam genug. Dann machen wir hier Feuer und hier. Ach, lohnt sich gar nicht. Nochmal einen Angriff auf wilden Wolf. Naja. Naja, mach ruhig, Yuna. Verschwend deine MP, ist doch okay. Oh mein Gott. Okay. So, haben wir jetzt alle auf Stufe 9. Ich müsste mal kurz schauen, was Yuna jetzt lernt. Wahrscheinlich aber das Einzige, was er dann übrig bleibt. Genau. Also man kann sich jetzt vorstellen, ne? Feuer bis Wasser, Feuer bis Wasser, Feuer bis Wasser. Das sind die Casts eines Schwarzmagiers. Ist nicht so überragend. Leider. Aber das hier unten war halt wichtig, dass man da 50% schneller dann seine Cast durchzieht. Das ist für den schwarzen Magier überlebenswichtig. So, die lernt ja immer noch Superklau und Pain lernt Hitzesog, genau. Okay. So, das nächste, was wir zu tun haben, ist in die nächste rechte Einbuchtung da vorne rechts dann reinzugehen. Da haben wir nochmal ein Item.
so wie PR-Duell zu tun. Nehme ich das hier. Ein Kopf frei. Ich weiß gar nicht, was der gerade macht. Können wir mal fix nachgucken. Wir haben ja Zeit. So, ein Kopfreif. Da ist er. Magie und Setup, ne? Das ist doch was für Yuna, Mensch. Haben wir ruhig das Diadem raus, glaube ich. Obwohl, MP hat es eigentlich genug. Durch die paar Level ab jetzt, das ist schon ausreichend. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich gar nicht normal reden. Ihr reißt auf Schusters Rappen, sowas sieht man hier selten. Hier, in letzter Zeit sieht man so gut wie niemanden mehr zu Fuß gehen. Ja, das ist in den Luftmobilen, die es jetzt hier gibt. Da wird es auch noch mal eine kleine Episode drüber geben. PR-Duell 3 haben wir bei dem zu tun. Genau. Und dann geht's schon in den nächsten Abschnitt. Schon. Hust. Okay, klar, mal kurz mal einen Bleichpudding. Yuna wird kurz ein Feuer nur auf den Bleichpudding durchcasten und Pain fängt schon mal mit dem wilden Wolf an. Ja. Was habe ich eigentlich gerade vom Fleischpudding geklaut? Ich weiß es gar nicht. Sehr schöne Kombo. Aber wieder gut den Schaden hochgetrieben. Also allein schon eine Zweier-Kombo bringt halt einen richtig heftigen Angriffsboost. Schadenboost. 8000 Gills, noch lange nicht ausreichend, leider. Müssen wir noch einiges finden. Ich weiß noch, dass es beim Probieren, also beim ersten Mal Spielen relativ knapp war. Was ich davor habe, aber es ist machbar. Es ist definitiv machbar, ohne groß zu grinden, wenn man hinterher ist. Kann ja gleich mal schauen, was ich schon an Potions habe, was ich schon verkaufen könnte vielleicht. 43, ne, ein bisschen geht noch. Kann man verkaufen, einfach nur, weil... Da. Weil man davon so viele findet, also man ist irgendwann einfach voll mit Potions und Phönixfedern. Und Antidoten und sonst was für ein Zeug. Man bekommt eigentlich alles, außer das seltene Zeug. Wer hätte es gedacht. So, wilder Wolf für eine Potion, richtig toll. Nach Sturzspecht zum Obersoul, jetzt haben wir endlich mal das System, was wir nicht unbedingt vermissen werden. Ich werde auch gleich mal angreifen, ja genau, weil der nämlich nervt wie Hölle. Wenn man Gegner, also gewisse Gegnerarten mit einer gewissen Anzahl mal besiegt hat, na, das war jetzt falsch, warte mal. Wenn man entsprechend der Gegnerart die Gegner so und so oft besiegt hat, passt glaube ich ein bisschen besser, wird dann der nachfolgende Gegner quasi ein Oversoul-Gegner, wie es eben der Sturzspecht gerade wurde, weil ich wahrscheinlich die Falken, keine Ahnung wie viel das ist, 15 mal besiegt habe oder so, dann wird halt der Sturzspecht zu einem Oversoul-Sturzspecht und ist etwas stärker, hat neue Angriffe und so weiter. Wo ist es? Da. Kurz mal Ordnung hier reinbringen. Genau, und das ist aber teilweise sogar von Vorteil. Also wir werden einen Gegner haben, wo ich mich vorbereiten werde, damit wir den auch besiegen können, weil ansonsten ist der unheimlich schwierig beim ersten Mal durchspielen. Jetzt haben wir auch den wilden Wolf im Oversoul. Dann macht Riku erstmal kurz den hier Platz, damit wir hier einen Gegner weniger haben. Da seht ihr schon, der hat gerade Triple-Angriff gecastet, sag ich mal, also angewandt. Das ist irgendwann, und guck mal, wie schnell der ist. Der ist ja nur am Angreifen gerade. Weil das halt dieser Triple-Angriff war. Können wir mal gucken, was wir von dem klauen können. Na, 82, doch so viel. Weil ich eher klauen müsste, fällt mir gerade ein. Und Oversoul-Gegner haben gerne mal irgendwas Besonderes beim Klauen. Gilfresser, du Sack. Das ist zwei High Potions. Und ihr seht schon, der hält was aus. Also darf man nicht unterschätzen dann. Jetzt auch kurz mal auf eine Combo warten. Und der hält immer noch was aus. Richtig krass, der Gegner. Richtig krass. Okay, jetzt haben wir ihn. Zumindest für unsere Verhältnisse. Also natürlich ist das kein Problem, theoretisch. Aber man merkt es halt deutlich. Die High Potions von dem habe ich jetzt quasi nochmal bekommen. Also man bekommt dann halt doch etwas mehr. Das ist der Vorteil daran. So, ich muss gleich mal MP-Absorption casten. Wir machen jetzt noch bis... Ich weiß es gar nicht. Schaffen wir das?
Wir machen noch bis zum Reisebedarf. Soweit ist das nicht mehr. Wir haben hier noch Elbetfrau mit PR-Duell 4 und Heirat 2. Dann haben wir noch die Kiste natürlich. Nein, ach. Ich bewahre den Zustand der Machina. Für den Fall der Fälle. Aha. Wenn du es sagst. So, zwei Weihwasser. Ist in dem Sinne recht nützlich, weil die doch recht teuer sind. Warte mal. So rum. Dann machst du mal kurz MP-Absorption und du machst mal kurz psychische Bombe. Wow, 21, doch so viel. Ach ja. Puff. So, gleich nochmal. Weil Yuna sich halt jetzt diesen Kampf erstmal aufladen muss mit MP. Ja, Pain zwar keine MP mehr, aber ist mir jetzt egal. Sorry. So. Immer. Geh klar, können wir nochmal machen. Wie hat sie jetzt eigentlich? Sieht man nicht. Naja, dann machen wir erstmal Feuer. Wird schon fast reichen, was sie jetzt hat. An MP. Das war schon mal nix. Richtig stark, Riku. Man hätte ja nicht kurz das Ziel wechseln können. That wasn't much fun. Antarktiswind. Yay. So. Ich muss aber gerade mal überlegen. Habe ich jetzt... Das waren doch zwei Weihwasser, oder? Ja, klar. Warte mal, ich muss trotzdem mal kurz gucken. Ah, nee, Quatsch. Verlesen habe ich nicht. Naja. Verlesen und vergessen sozusagen. Ja, Spleen, wo ist das Problem? Pain. Um das Ganze zu beschleunigen, könnte ich übrigens auch die ATB-Leiste höher stellen, schneller stellen, aber wir werden sowieso relativ so schnell, dass es sich dann nicht mehr lohnt. Also, gerade bei Bosskämpfen ist es dann halt immer nervig, mit schnellen ATB-Leisten zu kämpfen, da die teilweise doch ganz schön raushauen können. Zerstört haben wir's. Zerstört. Zerschnetzelt. So, das ist mal gleich Level 10 mit Riku und Pain. Yuna hängt natürlich immer noch ein bisschen hinterher, weil sie ja, glaube ich, irgendwann mal tot war bei so einem Nashornkampf. Aber die 100 XP merkt man irgendwann nicht mehr. Mach so erstmal. Und so. Und so. Feuer erlernen, wunderbar. So, wieder Wolf. Nutzen wir auch instant, weil es einmal deutlich mehr Schaden raushaut. Noch eine wunderschöne Phoenix-Feder geklaut. Und wir müssen auf jeden Fall gleich mal heilen. Yep. Feuer ist so ein winzig kleiner Damage-Boost. So, heilen wir kurz. Weißmagie. Ist ja egal, mit wem wir heilen. Also, in dem Moment, wo man auf Weißmagie klickt und dann auf den Charakter, wechselt man instant zur Weißmagierin und dann ist es eigentlich relativ egal, abgesehen vom Equipment, aber das macht sich am Anfang überhaupt nicht mehr merkbar. So, da haben wir jetzt hier nochmal eine Kiste versteckt. Da hinten. I'm on a roll. Du klaust natürlich. Du machst natürlich Feurer. Yuna räumt es einfach ab. Also, man muss halt schon sagen, Schwarzmagier sind dann leicht overpowered, sobald sie in die nächsten paar Magiefähigkeiten kommen. Also, es ist relativ heftig. So, zwei Potions. Was ist da? Man muss halt die danach ansprechen, fällt mir gerade ein. Hallo. Oh, das habt ihr gesehen, nicht? Dabei sollte das geheim bleiben. Befehl von oben. Das ist ein Versuch, die Machina alle gleichzeitig zu steuern. Aber behalte das bitte für euch. Ja. Okay. Oh, sogar mal ein Kampf, den ich ohne Magie machen könnte. Da können wir mal mit hier
Rico wieder klauen. Yuna macht mal MP-Absorption auf den Gleichspudding. Und Pain macht erstmal kurz den Sturzspechthalle. Puff. So, und da kann sie auch schon Hitzesog. Yuna, worauf wartest du gerade? Ah, jetzt. Wahnsinn. Muss kurz warten. Achso, warte mal, da können wir hier nicht mal wieder eingeben. So, jetzt aber. Einfach nur für die Kombo wollte ich kurz warten. Ach. Schade. Hätte gedacht, sie überlebte noch ganz kurz. Also das Monster. Naja, dann halt nicht. So, und hier gibt's jetzt. Da gibt's noch eine Kiste. Wollte gerade sagen, war da was? Ist auch schon wieder krass, wie schnell hier gerade Kämpfe ineinander kamen. Wieder klauen. Und wieder angreifen. Oh, Antarktis Wind. So, da kann sie jetzt hier wieder normal rauskloppen, den Schaden. Also hier haben wir Feuer eigentlich noch relativ wenig HP, muss man leider so sagen. So. Ach, ein Äther auch nicht schlecht. Und wieder aufgeräumt. Ach, ich liebe Schwarzmagier am Anfang. Sind einfach OP, muss man so sagen. So, die Kiste hier noch. Dann sind wir doch schon fast durch. Ein Eisenreif. Was war ein Eisenreif? Ich glaube, Eisenreif war Leben. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, HP plus 20%. Yippie-yay, Schweinebacke. Muss ich kurz mal schauen, wo wir denn sind. Ah ja. Da vorne beim Luftbubbel haben wir noch was zu tun. Und dann machen wir erstmal Schluss für heute. So, Feurer. Ein Echokraut. Gibt mir nicht so viel gutes Zeug. Wahnsinn. Rico, schnell Klau. Ah. Und tot, und tot. Naja. Mache ich ja eh bloß für die AP eigentlich. Und fürs Geld, wie gesagt. Oh, das schaffen wir sogar mit Yuna heute noch Stufe 10. Richtig krass, ja. Vor allem, wenn die Monster hier nach zwei Schritten schon wieder kommen. Mein richtiger Gegner. Wahnsinn. Na, da machen wir doch mal Combo-Aufbau-Zeugs, nachdem hier Rico geklaut hat. Warte. Ja, genau deswegen möchte ich eigentlich super Klau. Ihr seht schon, das ist wieder ein Gegner, der ein bisschen mehr Leben hat. Oh, Allheilmittel immerhin. Ich glaube, das Timing. Ah. Sehr schöne Kombo. Oh. MP-Absorption. So. Können wir das mal zwischenzeitlich nochmal angreifen. Gildklau noch machen. Wenn es natürlich ein Gegner, der ein bisschen mehr Leben hat, dauert ein bisschen länger. Tut mir leid. Aber man kann auch einfach mal so 500 Gildklauen. Oh. Wieder aussehen, umgebracht. Ja. Pain sagt's auch, tut mir leid. Und nochmal eine Phönixfeder. Also, es war jetzt ein relativ gewinnbringender Gegner. Trotzdem muss ich gleich mal mit Yuna NP-Absorption machen. Ja. Genau deswegen. Machen wir erstmal Giglau wieder. NP-Absorption. Und die kann ich nur mal angreifen. Leider nur 200 diesmal. Angriff, klauen und nochmal bitte. Wir sind ja eh gleich am Reisesferoiden, also ich werde jetzt bloß hier so weit auffüllen, dass es in Ordnung geht, sage ich mal. Vielleicht noch einmal jetzt. Und noch ein Allheilmittel, bringt wieder viel, viel Geld. Ist relativ wertvoll am Anfang. Oh, so viel zu Yuna. Wo ist er denn? Da. Ja, greif ruhig Yuna an. Ach, doch nicht. Ich wollte gerade sagen. So, geklaut hat sie ja jetzt. Oh, doch so schnell. Verdammt. Vergesst jetzt, dass sie schon Schwarzmagier auf Dings hat. Auf hier. Ne? Stufe 3. Where there's smoke. Wunderbärchen.
Ja, die Shantaks sind relativ krass eigentlich für das Level. Also wir sind jetzt ja schon Level 10. Wenn du das mit Stadtlevel besiegen sollst, da wird es irgendwann relativ knapp. Können wir mal kurz schauen. Ja, wir können mal kurz gegenheilen. Wow, wir können mal 2 Schritte laufen, ohne dass ein Gegner kommt. Ist ja gerade richtig krasser Shit. Aber bedenkt, dass es gerade mal die halbe Meerstraße ist und der Part geht deswegen schon wieder eine halbe Stunde. Also nicht ganz, aber zum Großteil. Ja, warte mal, wir müssen erstmal wieder MP-Absorption. So, Beißpudding. Clown und wieder Wolf. Ich hatte auf einen Antarktiswind gehofft. Deswegen klaue ich noch bei den Bleispuddings. Hauptsächlich. Naja, machen wir noch eine Runde. Nächster Angriff. Spinnst wohl. Aha, interessanter Angriff. Sieht gut. So. Lohnt sich kein Feuerer mehr, glaube ich, weil das Ding ist eh bald tot. Ja. Gut, dass ich es mir gespart habe. Und nochmal 3 Potions. Kriegt man hinterhergeworfen, meine Güte. So. Der möchte nämlich noch ein PR-Duell. Wo ist Schweder denn? Wo habe ich ihn denn? Da, da. Wir 2. So, dann laufen wir fix raus. Dann haben wir es geschafft für diesen Part. Man muss es halt leider wirklich ablaufen, denn Turgobus gibt's nicht und das Luftmobil bringt einen nur bis zum Reisebedarf. Beziehungsweise bis zum Notend. Und klauen wir natürlich wieder, wenn es klappt. Schwarzmagie. Feurer und Pain wartet kurz. Schöne Kombo. Nochmal eine schöne Kombo. Sollte aber bald tot sein, deswegen sparen wir uns das jetzt nochmal. Sagte er und er überlebte es. Jetzt. Da muss halt erst wieder ein 3er-Kombo helfen, also eine 2er-Kombo, aber 3 Angriffe sozusagen. So. Hat jetzt auf jeden Fall gut Gil, die Viecher. Also wir haben jetzt schon 10.000. Allein in die Mierenstraße haben sie jetzt, glaube ich, über 5.000 Gil eingebracht, insgesamt. Aber klar, so ein, wenn man von so einem Shantak dann einfach mal so 200 bis 500 Gil klaut, ist das natürlich schon heftig. Und dann nochmal die, weiß nicht, wie viel man danach nochmal bekommt, 300 oder so, extra danach, ist schon, summiert sich auf. So, wir sind da, wo wir sein wollten. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, meine Freunde. Bis dahin und tschüss. What would you do if you were me? Let me out! I want to see her!